So, schauen wir mal. Es ist immer wieder das Spiel. Ich steige jetzt einfach mal ein. Wie immer gesagt, ich erkläre es den, der uns jetzt ausdenkt. Man muss eigentlich wissen, was man selbst ist, rot gelesen und was Gedanken sind. Wenn man das vergisst, dann geht es dahin. Jetzt denke ich mir eine Hannemarie aus und die sagt: Udo, ich bin so unglücklich. Der Frevel besteht darin, dass in dem speziellen Fall, wenn du das Leben, du Geist, jetzt das Leben der Hannemarie durchlebst, dass überhaupt kein Grund da wäre. Sie leidet weder an einer Krankheit noch an irgendwelchen finanziellen Sorgen im Normalen und sie ist unglücklich. Was macht dich unglücklich? Wer ist schuld, dass du unglücklich bist? Wir können uns jetzt so viele Menschen ausdenken, also Personifizierungen von dir selbst, die im Grund, wahrlich einen Grund hätten, unglücklich zu sein. Weil sie an Mangel leiden, weil sie an einer Krankheit leiden. Es sind verschiedene Leben, die immer derselbe Geist durchlebt. Und in jedem Leben hast du was zu lernen. Und das ist natürlich jetzt, sage ich mal, fast die erbärmlichste Art von Unglück, weil überhaupt kein Grund da ist, dass man unglücklich ist. Wir nennen es einmal ein Unerfülltsein. Man sitzt da wie bestellt und nicht abgeholt und man denkt sich, das kann doch nicht alles sein. Aber man strebt immer wieder einen Zustand der Glückseligkeit an. Und das ist die große Schwierigkeit. Es ist so gleichgültig, ob du gesund sein willst, ob du reich sein willst, ob du glücklich sein willst. Dich interessiert die Heiligkeit nicht, sondern du willst von den zwei Seiten, sagst du mal, eine haben. Das waren nämlich alles Pärchen. Und da dir das nicht bewusst ist, das ist die Ursache von Unglück. Das ist jetzt so ganz einfache Lebensregeln, die es überhaupt gibt. Aber du wirst aus dem Dilemma nicht herauskommen, solange du einseitige Ziele anstrebst und solange du glaubst, dass irgendwann in einer jetzt gedachten Zukunft was besser wird. Die absolute Glückseligkeit, die Heiligkeit findest du im ewigen Hier und Jetzt. Und Gottes jetzt, Plan. sobald wir uns ein ewiges, unveränderliches Hier und Jetzt denken, gehört zwangsläufig ein sich ständig veränderndes Hier und Jetzt dazu. Ja. Das Immerseiende, Unveränderliche und das sich ständig Verändernde. Es muss dir aber klar sein, sobald du dir ein Immerseiendes denkst, ist es was Existierendes und alles, was existiert, ist nicht im Meer, sondern eine oberflächliche Erscheinung, eine Gedankenwelt, die sofort wieder in sich zusammenfällt. Ja. Das ist immer im Meer ein bewusster Geist, das müssen wir rot schreiben. Solange du das Prinzip des Rotschreibens nicht erkennst, Ja, das ist ja hast rot. du verloren. Das heißt, solange du dich ständig mit einem Gedanken von dir selbst verwechselst und dann gehst du in eine Welt, wo du an Rat zuckst bei Menschen, die du dir ausdenkst. Und Menschen, die du dir ausdenkst, sind wie Figuren in einem Traum, den du träumst. Und Figuren in einem Traum werden dir nur das erzählen, was du träumst. Das kommt aus dir und dann wirst du feststellen, die Ursache führt meinen Traum. Immer dran denken, ich setze dich jetzt einmal als träumenden Geist, ist gleich ein Computer, ist das Wissen. Mein Schwamminhalt, den ich im Arbeitsspeicher habe, der zurzeit die Bilder aufwirft. Ich will dir mal zeigen, wie weit es geht in den Heiligen Schriften. Die Ritter fragt mich hier über die Saria. Was ist das? Dann lächle ich nur und das ist immer so eine Sache, so ich schaue halt mal nach. Jetzt schaust du nach, du hast ja dein Internet, du kannst ja aus den Informationen raus und du kannst natürlich auch zu einem Lehrer gehen, zu einem Theologen gehen und du wirst feststellen, jeder erzählt dir was anderes. Beim Internet haben wir die große Sache, dass ich dir sage, es hat dieses Internet hat auch zwei Seiten. Es ist ein unendlicher Wissenszugriff, dass jeder jetzt von dir ausgedachte neunjährige Trockennasenaffen als Handy, als Smartphone in seiner Schulranzen hinken hat. Du kannst diese Maschine alles fragen und die wird auf jede Frage, die du stellst, wird die dir eine Antwort geben, nicht nur eine, sondern tausend verschiedene. Das heißt, das Dilemma der Unwissenheit kriegst du, stellst du mit irgendjemandem Fragen nicht ab, weil du immer nur eine einseitige Meinung, die wiederum nur geistlos rezitiert ist, zum Vorschein kommt in dir. Jetzt schauen wir mal das Ganze mit Holofeeling an. Und zwar übertrage ich hierzu mal einen Bildschirm. Und der erste Weg ist natürlich, ich habe das hier schon aufgemacht, kurz bevor ich die Aufnahme eingeschaltet habe. Das ist das erste Mal, man schaut in Wikipedia noch. Wie trügerisch dieses Wikipedia ist, könnte ich jetzt darauf eingehen. Ich sage, es ist ja nützlich, wenn du ganz klassische wissenschaftliche Sachen
in irgendeiner Form nachschaust, chemische Sachen, zeitgeschichtliche Sachen, da wird es dann natürlich schon ganz anders. Von aktuell von dir ausgedachten, angeblich noch lebenden Personen, da wirst du merken, es ist extrem verzerrt. Die pure Manipulation. Was dich nicht manipuliert, sind die Wörterbücher. Das heißt, dieses die Scharia wird jetzt hier schön geschrieben, Scharia, im Sinne der Weg zur Tränke, der Weg zur Wasserquelle, deutlich gebahnter Weg. Wird auch oft als religiöses Gesetz, ein Ritus, übersetzt. Ich halte jetzt das sehr, sehr einfach, weil sonst müssten wir ins Detail gehen, was die arabische Sprache anbelangt. Die arabische Sprache baut wiederum auf der hebräischen Sprache auf. Das wird jetzt an Moslem nicht passen, aber das ist ein rein arithmetisches Prinzip, wo ich immer wieder sage, wir haben das Grundreduzieren dieser 28 Zeichen, wobei das Arabische ja noch mehr rein geschriebene Zeichen hat, weil manche Buchstaben werden am Wortanfang, in der Wortmitte und am Wortende anders geschrieben. Beim Hebräischen haben wir ja nur 5 Endzeichen. Das reduziert sich aber letztendlich rund auf unsere 22 Zeichen. Und umso mehr du an die Eins hingehst, umso weniger Zeichen im Spiel sind, umso näher bist du an der ursprünglichen Ganzheit, die natürlich immer komplexer wird. Da gibt es natürlich wieder Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Aber was wir jetzt machen, wir machen schlichtweg einmal ein einziger Gott, Allah. Was natürlich sehr interessant ist, dieser einzige Gott nennt sich im Koran wir. Ja. Auch das El Hayom in der hebräischen Bibel ist an und für sich eine ganz eigenartige Kombination von einem Plural. Bin ich darauf eingegangen? Das ist, da gibt es auch Erklärungen, aber da will ich mich jetzt nicht verlieren. Ist, gilt in diesem Rechtssystem als der oberste Gesetzgeber. Aber das ist schon eine verkehrte Übersetzung, Leute. Die Scharia heißt auch der Beginner, Sari. Aber da müssen wir jetzt eine Kleinigkeit machen, weil dieser Beginner, was ist das Gesetz? Ist es der oberste Gott oder ist es das Programm, die Regeln, die du zum Denken benutzt? Es beginnt alles, im Anfang ist das Programm. Denk dir an den Computer, der Computer ist Gott. Dieser Gott erschafft in sich, symbolisch auf dem Bildschirm, Lautsprecher, die Ausgabe, in sich selber eine Welt. Die besteht aus ständig wechselnden Bildern. Jedes Bild taucht im Hier und Jetzt auf. Jedes Geräusch taucht jetzt auf. Aber um diese Welt erschaffen zu können, braucht der Computer Software und Daten. Das ist das Programm. Und die Welt, die er jetzt erschafft, kann er nur in Verbindung erschaffen mit einem Programm und mit Daten. Ja. Das ist die Metapher. Das heißt, du Geistesfunken brauchst eine Lebensgeschichte. Du brauchst ein Buch, wie ich das sage, ein Programm, das du durchrastest. Diese neue Metapher kannst du mit deiner jetzigen Logik verstehen. Sein Gesetz als Grundlage der göttlichen Offenbarung im Koran. Da wird es natürlich sehr interessant, weil da kommen die Moslems so unendlich schlecht weg. Das ist wie im Neuen Testament wird nichts mehr abgewatscht wie die katholische Kirche. Im Koran wird eigentlich auf die Schweinereien der Moslems hingewiesen und jetzt Moslems ist ein Überbegriff. So wie Christen ein Überbegriff ist. Das zerplatzt nämlich in unendlich viele christliche Sekten und muslimische Sekten. Aber wir schauen einmal, was da wirklich im Original drinsteht. Und jetzt nicht, dass ich als Theologe was auflege, sondern wir schauen uns die Wörter mal ganzheitlich an. Wir schauen, was da wirklich drinsteht. Ist sehr interessant. Das heißt also, hier jetzt hast du mal dieser Begriff, die Saria. Wir können da ganz, ganz kurz nochmal zurückspringen. Das ist ja immer die Grundlage, wir müssen zuerst mal in die Wurzel reingehen, in die hebräischen Zeichen. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt dieses Shin-R, das ist jetzt zuerst mal eine Autoritätsperson, ein Befehlshaber, ein Beamter, ein Fürst, ein Minister, ein Mandatsträger, ein Mächtiger. Das sagt noch nichts aus über die Qualität. Dann haben wir auch den Nabel mit drin. Das ist natürlich in dem Nabel. Das ist natürlich jetzt schon eine Sache und die Nabelschnur, der Nabelstrang. Weil da steckt das Wort Nebel mit drin. Und du wirst jetzt sofort merken, dass jetzt der Bösewicht in Erscheinung tritt. Ein Gottesleugner, der kann alle, die Gott anbeten, im Himmel oben, macht dir kein Bild von Gott. Ein Taugenichts, ein Schuft, ein Schurke, darum heißt es auch hier abfallen, die fallen von dem eigentlichen göttlichen Gebot ab. Für jeden Moslem ist
absolut die 10 Gebote, geltendes Recht. Mach dir kein Bild von Gott und mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich sage prinzipiell, du träumst jetzt, mach dir kein Bild, dass irgendwas außerhalb deines Kopfes, wenn du träumst, überhaupt existieren könnte. Ja, ja. Das Ausgedachte wird absterben. Jetzt ist es, darum heißt es auch verwelken, welken. Es wird wieder in sich selber zerfallen. Ja. Wir können natürlich das zerfallen, weil jedes Wort 16 Perspektiven hat, auch lesen, die Geburt von etwas Erweckten oder ZR, die Geburt einer Berechnung ist ein Zuformwerden und das sind die Fallen, in die du hineindappst. Stimmt oder stimmt? Ja. Also wir haben jetzt hier diesen Saar, ringen, kämpfen, du hast jetzt ein einziger Kampf, wenn sie auf die Straße gehen und alles im Namen Allahs schreien und jetzt machen wir Sarah. Wir machen Saria. Sorry, da müssen wir zuerst einmal Sari, machen wir dieses Wort. Und du wirst jetzt schon merken, das ist jetzt, jetzt kriegst du die Hauptmänner, die Fürsten. Die Fürsten sind nicht die Könige. Das sind Befehlshaber, die sich anmaßen, Befehle zu geben. Anführer Fürsten. Jetzt, wenn man hier dran macht, wird es an und für sich weiblich. Jetzt kommt die Bewaffnung. Das Wort Pfeil, sage ich dir gleich, habe ich oft darauf hingewiesen, hat was zu tun mit außen, dass irgendwas außen erschaffen wird. Da ist Gott in der Mitte, die 1 oder die 10 und 5 hüben und 5 drüben. Jetzt entsteht ein Ich in der 25. Die 25, denk an 3 Quadrat, 4 Quadrat ist 5 Quadrat. 25 ist die Diagonale, ein Ich, das auseinandergeschmissen wird. Ich spreche jetzt nur ganz schnell Sachen an, weil jede Kleinigkeit würde ohne Hintergründe wieder Stundenerklärungen erfordern. Zu dem Pfeil mache ich ganz, ganz kurz. Wenn wir einen Pfeil nehmen, dieses JZ, eine kollektive Geburt, wir können ein Waff dazwischen schieben, das ist immer ganz wichtig, wenn du das machst und jetzt kriegst du das außen. Ja. Wenn du was anfokussierst, wenn du dir um dich herum was, schau das kleine Bild an, wenn du um dich herum irgendwas ausdenkst, da schießt du mit einem Pfeil hin und das erzeugt zwangsläufig ein Außen. Das Außen wieder AUS ist AUB, das heißt die Schöpfung einer aufgespannten Polarität ist, du beschwörst jetzt eine Existenz im Außen. Ja. Das ist auch DR Außen, heißt DR, die geöffnete Berechnung ist das, was du beschwörst und das AUB, scharf ist S als B, hast die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die zu existieren anfängt durch DR, durch eine geöffnete Berechnung und ist eine Generation. Gut? Ja. Wir können da natürlich auch jetzt ein J dazwischen schieben, dann wirst du feststellen, du stellst das Problem nicht ab. Jetzt kriegst du nämlich eine Scheidewand, das ist die 25. Ich kann die 25 auch lesen, 2,5. Oder wie eine Wahrnehmung. Durch Extrapolieren fängst du an, hier dieses große Spiel anzufangen. Das heißt, GZ hast übrigens jetzt wird Leben geboren, Leben gebären. Und zwar wird es geboren in einer Trennwand durch das Extrapolieren einer Nullwelle, einer Nulllinie. Durch eine Scheidewand trennen. H all, B Polarität außen, halb außen. Es ist aber auch halb innen. Wenn eine Welle außen ist und eine Welle innen ist, das sind jetzt die 2 Seiten, brauchen wir jetzt die 4 Seiten. Das ist der Einheitskreis. Ich gehe schon wieder viel zu weit rein. Wir können jetzt natürlich auch, da steckt auch das Saria, das H drin. Und jetzt wirst du schon merken, das ist die Sarah, die Fürstin, die Herrin. Spricht man nochmal Sarah aus. Ins Wasser legen, kämpfen. Jetzt bist du, wenn du im Wasser liegst, jetzt nicht der, der immer ist, sondern im Wasser ist zwischen den oberen und den unteren Wasser. Du bist praktisch ein Nichts. Da haben wir unser Hobby, siehst du das? Du fängst jetzt an, praktisch zu kämpfen zwischen dem Wellenberg und dem Wellental. Was ist jetzt eigentlich richtig? Ist jetzt der Wellenberg oder ist der Wellental? Ist es jetzt eigentlich hell oder dunkel? Ich sage, jetzt ist es hell und dunkel. Und schau einfach, was du siehst. Du siehst immer bloß eine Seite. Nimm dieses Spiel, wenn du nach oben schaust, denkst du nicht nach unten. Wenn du Krankheit anstrebst, willst du, wenn du Gesundheit anstrebst, Glückseligkeit anstrebst, willst du das Gegenteil loshaben. Und damit zerstörst du die ganze Welle. Okay?
Drum ist er ins Wasser legen und wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, wirst du feststellen, der Weg zur Wasserquelle, wo entspringt dieses Plus-Minus-Wasser? Aus der Mitte. Ja, ja, ja. Wobei dieses Que, die Sprache wird Physik. Tausendfach zeige ich dir das, wenn du das studierst. Que, ja. Aus dem folgenden Wort angehängt, dient zur Anreihung an das Vorhergehende und der häufig zur Erweiterung der Vermehrung des vorausgegangenen Begriffs. Das heißt, du wirst zwangsläufig in einen Sinus rein, in ein chronologisches Denken reinfallen. Hell, dunkel, gesund, krank, einatmen, ausatmen. Ja. Geboren werden, sterben, kommen und gehen. Aber das passiert hier und jetzt. Und es kommt nicht zuerst der Berg und dann das Tal. Wenn du die Zeit wegmachst, wirst du feststellen, das kann nur gleichzeitig entstehen. Schau da unten hin. Mhm. Da oben. Ja. Weil die Bärchen in unteren Bar zusammengehören. Du kommst in eine höhere Qualität. Mhm. Es gibt kein chronologisches Nacheinander. Da bin ich so oft drauf eingegangen, auch natürlich immer nur sehr oberflächlich. Oberflächlich heißt, wenn ich jetzt da mich hier komplett reinsteige, das ist immer viel mehr. Schau, dieses Oder. Wir haben hier so eine dieses Oder. Mhm. Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Mhm. Ich sage weder noch, ein Kegel ist ein Körper und Kreis und Dreieck sind Flächen. Sowohl als auch und noch viele andere Schatten dazu. Und ich habe natürlich überall immer wieder so eine Kleinigkeit. Oder ist es der Jupiter oder viele andere Götter? Mhm. Jupiter ist die Quelle, das ist der Mittelpunkt. Mhm. Und dieses Jupi, bin ich darauf hingewiesen, das ist ich. UB und ich. Mhm. Es steht für mich und dich. Wir zwei sind eins. Ja, ja. Wieso? Weil der Vorbücherregal, das ist JCH, sobald er ein Buch zu lesen anfängt, in ein Leben über den Jordan geht, in ein Leben hinabsteigt und sich als Avantor in einem Traumleben erlebt, wird dieses JCH zum Leser zu ich rot gelesen und dann brauche ich aber ein blaues Ich dazu, ein Programm dazu. Mhm. Wohlgemerkt, der Geist selber ist der Computer. Mhm. Der Geist, der weiß, dass er der Computer ist, ist JCH. Mhm. Da ist aber noch kein Leben, keine Information da. Information ist immer verbunden mit jemandem, der träumt. Ein Denker, den wir uns jetzt ausdenken, braucht immer ein träumender Geist, braucht einen Traum. Ohne Traum gibt es auch keinen träumenden Geist. Das wäre JCH. Ja. Also JCH war natürlich auch einmal ein Ich. Mhm. Der ist aber mit 33 sich bewusst worden, dass er eins ist mit dem Computer, dass er eigentlich der Computer ist. Mhm. Mhm. Und genauso muss es sein, wenn ich dir jetzt was von einem Denker erzähle, der letztendlich das, was er erschafft, durch sein Denken erschafft, dass der Denker immer mächtiger ist, wie das, was er sich ausdenkt. Er ist ja der Schöpfer, ist es ein ausgedachter Denker, damit auch ein Objekt, und wo kommt jetzt dieses Bärchen Denker und Gedanken her, aus dem einen, der sich beides ausdenkt. Das ist die Synthese und der kann nur ein absolutes Nicht sein. Mhm. Mhm. Gut. Gut. Das haben wir jetzt. Das ist die Sache. Jetzt haben wir die Wasserquellen. Wir sind jetzt da in die Wasserquellen da reingestiegen. Wieso ist das auch zur Wasser, der Weg zur Tränke? Weil mir definitiv hier die vornehme Frau wird ins Wasser gelegt, legen und dann beginnen die Kämpfe. Mhm. Mhm. Wir haben immer diese Plus-Minus-Sachen. Das wird hier übrigens ganz genau angesprochen, wenn du das machst. Sarah, eine logische, rationale Wahrnehmung oder praktisch die Quelle, ihr Befehlshaber, ihr Anführer, der Befehlshaber eines normalen Menschen, eines Enosch, ist nicht sein eigener Geist, Gott, sondern ein geistloses, rezidierter Intellekt. Ein geistlos rezidierter Intellekt. Zieh die Geburt des Intellekts, erzeugt in dir das Tier und dieses Tier wird letztendlich jetzt in einer Reihe als Erscheinung erweckt der Intellekt. Und das symbolisiert die Sara, die Fürstin. Das ist die Saria. Wir können das natürlich auch immer rot machen. Inspirieren, den Geist in sich herrschen lassen. Durch Induktion. Das wäre jetzt, wie merkt, da gibt es unheimlich viel zu lernen, diese Saria. Und jetzt schauen wir hier mal runter in die Etymologie und da wirst du jetzt feststellen, dass dieser Koran, eingedeutschte Wort, Wurzel Sara, anfangen, beginnen, Sar, da gehe ich noch genauer drauf ein.
Ein Großteil arabischer Anhänger der Religionen des Nahostens setzen die Vorschriften des prophetischen Religion. Das ist ein Blödsinn. Jeder setzt auf irgendeinen Lehrer, der dir erklärt, was im Koran drinsteht, was in der Bibel drinsteht. Ich habe das so oft gesagt, das sind deine Theologen, die einseitig programmiert sind. Sobald sich eine Auslegung einer Schrift widerspricht, kann es nur eine Perspektive sein. Ja. Schau dir nur den Streit an zwischen Katholiken und Protestanten, wie man die Heilige Schrift zu übersetzen hat. Ihr müsst vernünftig sein, dann entsteht die Einheitsübersetzung. Ein Wischiwaschi, wo man dann gesagt hat, die Einheitsübersetzung ist die Bibelübersetzung in der christlichen Kirche, christlich wohlgemerkt, alle christlichen Vereine, alle Sekten zusammengenommen, die zumindest von der großen katholischen und protestantischen Kirche von beiden Fachleuten als richtig angesehen wird. Das ist ein Kompromiss, wo man sich zusammengesetzt hat. Ein Kompromiss ist immer ein falscher Kompromiss. Und jetzt kommt es, dass dieses Wort Scharia oder Saria im Islam kommt es eigentlich nur ein allereinziges Mal vor, nämlich in Sure 45, Vers 18. Genau. Wo er ursprünglich den Pfad in der Wüste bezeichnet, der zur Wasserquelle führt. Die Wasserquelle ist El Hayom. Das müssen wir jetzt durchführen. Eine Quelle, ich sage, ein Brunnen ist nicht eine Quelle. Wenn aus einem Brunnen Wasser herausquillt, brauchen wir jetzt erst einmal die Quelle, die den Brunnen mit Wasser füllt. Darum heißt auch jedes Wort Brunnen. Aha. Ja. Heißt auch auseinandersetzen, erklären. Erklären, verdeutlichen. Da kommt, wo quillt was heraus? Da brauche ich eine Quelle dazu. Das heißt, jeder Besserwisser ist letztendlich einmal eine Brunne, aus dem der sich auseinandersetzt, der dir was erklärt, aus dem was herausquillt. Und ich sage dir, wenn er den Mund aufmacht, welche Quelle er sich nähert. Mhm. Es gibt nämlich unendlich verschiedene Quellen. Mhm. Wo hast du das her? Und diese unendlich fünf verschiedenen Quellen, wenn dich einer fragt, wo hast du das her, denk an eine Doktorarbeit. Das heißt letztendlich, wo hast du das abgeschrieben, was du weißt, was du als richtig ansiehst. Ja. Dass es viele verschiedene Quellen gibt, aber die ganzen Quellen wiederum werden von einem alleinigen Meer gespeist. Ich sage jetzt von Grundwasser, Regenwasser und wir kommen dann irgendwann einmal zu dem, der immer ist, zu El Hayom. Mhm. In dieser Symbolik deiner Traumwelt. Mhm. Gut. Und das schauen wir uns jetzt einmal im Original an, da wird jetzt hier übersetzt, wir haben doch seinerzeit den Kindern Israel die Schrift, Urteilsfähigkeit und Prophetie gegeben in allerlei guter Dinge. Wohlgemerkt, wir ist Gott. Ja. Allah. Ja. Ob du den Allah nennst oder El Hayom, spielt keine Rolle. Diese, den Kindern Israels, nicht den Moslems, nicht den Arabern, die sind Kinder Israels, aber zuerst einmal ursprünglich den Kindern Israels. Das beginnt mit Abraham. Aber wenn du diese Chronologie, die ausgedachte Chronologie dieser Entstehung aus Abraham, seiner Kinder, über viele Generationen, über viele generierte Sachen, platzt es zuerst einmal auseinander in die arabische Welt und in die christliche Welt. Und die platzen dann wieder auseinander in vielen, vielen Sekten. Das ist wieder Aufbau 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, der Aufbau eines Computers. Ihnen allerlei gute Dinge beschert, heilige Schriften zum Beispiel. Ich sage, der Koran ist genauso präzise wie die hebräische Tora oder das Neue Testament. Das Problem sind die einseitigen Auslegungen, wie man das auszulegen hat, die vor dem Menschen in aller Welt ausgezeichnet. Hierauf, nach dem Zeitalter der Kinder Israels, haben wir dich in der Angelegenheit auf einen eigenen Ritus festgelegt, auf eine persönliche Meinung festgelegt. Mhm. Folge nun ihm und nicht den persönlichen Neigungen derer, die nicht Bescheid wissen. Mhm. Du hast ein Programm und ein Programm des Lebens, das du zu leben hast, mit einer eigenen Meinung, die du komplett abgegeben hast. Du hast keine eigene Meinung. Du hast keine Meinung, wenn du dich kleidest, wenn du dich anziehst, wenn du irgendwas äußerst, was man essen darf, was man nicht essen darf. Du hast die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher, genauso effen die ihre Lehrer und ihre Erzieher noch, weil es geistlose Affen sind. Wir schauen uns das jetzt einmal im Original an. Zuerst einmal mache ich diese Koranübersetzung, den Vers 16. Das sind jetzt vier Übersetzungen. Das sind alles autorisierte Übersetzungen oben, wenn du das anschaust. Das sind also große Lehrer, Weisheitslehrer. Und du merkst schon, wir reden immer
von demselben Koran. Es ist wie mit unserem Hebräisch, wie auch mit unserem Deutschen. Was machst du aus Worten? Ja. Was hier gleich ist, ist, wir gaben den Kindern Israels die Schrift und die Herrschaft und das Prophetentum und wir, das ist immer Allah, versorgten sie mit guten Dingen. Wir bevorzugten die Kinder Israels vor alle anderen Völker. Das ist natürlich schon wieder eine Selbstanmaßung. Aber das ist jetzt in den Übersetzungen, bleibt es immer gleich. Das heißt, die Kinder Israels haben was bekommen von Gott. Wir haben den Kindern Israels das Buch, die Tora, du siehst jetzt schon, das Urteilsvermögen gegeben. Wir versorgen sie mit schönen Dingen. Jetzt kommt dieser Vers 17. Und wir gaben ihnen deutlich Weisungen in der Sache und sie wurden nicht eher uneins, als bis das Wissen zu ihnen gekommen ist. Durch das Wissen wurden sie uneins. Das persönliche Wissen, ich habe Recht, ich habe Recht. Rechts ist richtig, links ist richtig. Corona stimmt, Corona ist eine Lüge. Bei Holofilien geht es nicht, was richtig und verkehrt ist. Es geht nicht um den Streit, ist jetzt das ein Kreis, ist es ein Dreieck, ist es irgendwas kreisförmig, ellipsenhaftes, was eckig verschobenes. Nein, was ist jetzt da? Mhm. Wir können uns jetzt zum Beispiel mal reingehen in die Wahrnehmungspsychologie. Ich gehe jetzt einmal davon aus, in deinem Programm wirst du damit was anfangen können. Ich lasse in dir ein Bild auftauchen und ich frage dich, sind jetzt das zwei Gesichter, die sich anschauen oder eine Vase? Ja. Ist jetzt das ein Berg oder ein Tal? Beides möglich. Bei Holofeeling, nein. Bei Holofeeling sage ich dir, das ist zum Beispiel, je nachdem, was ich in dir auftauchen lasse, das ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen und ich sage, das ist ein fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist. Ja. Ja. Jetzt siehst du das, was da ist. Ja. Bei Holofeeling geht es nur darum, was ist jetzt da? Ja, das ist der Monitor. Es stellt sich bei dem, was jetzt in einem Moment da ist, stellt sich die Frage nicht, ob das richtig oder verkehrt ist. Du kannst jetzt erst einmal trennen, ist es ein feinstofflicher Gedanke, den ich denke, oder ist es eine sinnlich wahrgenommene Information? Beides ist eine Information. Und Informationen kommen aus dir, du bist ein träumender Geist. Ja. Und dann wirst du feststellen, dass sich das, was da ist, ständig verändert. Ja. Selbst dein eigenes Denken, du kannst beobachten, wenn du jetzt über irgendwas nachgrübelst, du bist nicht diese Information, du bist der, der die Information erlebt. Ja. Und es ändert sich und ich nenne das Reizauslöser. Mhm. Und dann wirst du feststellen, dass jetzt ein Reizauslöser in dir auftaucht, der ist da. Mhm. Und plötzlich ändert sich deine Information in dem, wo du dir denkst, zwanghaft, ohne einen Einfluss drauf zu haben, was ist das für ein Blödsinn, das stimmt doch gar nicht. Dann ist diese Äußerung da. Mhm. Und du kannst es wertfrei anschauen. Ja. Dann mit einem Bein schon im Himmelreich auf Erden. Ja. Und hoch. Okay. Alles also gut. Und sie wurden nicht eher uneins, als bis dass sie Wissen zu ihnen gekommen ist. Sie waren eins, bis Wissen zu ihnen gekommen ist. Ja. Übrigens, das Wissen ist deine Information und das Uneine besteht eigentlich schon darin, indem Gedanken werden aufgeschmissen werden. Schau unten hin, zack. Ja, bei mir ist es oben. Die sind jetzt uneins. Ja. Durch selbstsüchtigen Neid untereinander. Dein Herr wird zwischen ihnen richten am Tag seiner Auferstehung. Ich bin jetzt in dir auferstanden. Wahrlich, wenn ich wiederkomme, bin ich ein Gedanke, den du dir denkst. Was ist der Uwe jetzt? Was ist UP, blau gelesen jetzt? Und das, worüber sie uneins sind. Schauen wir mal, was der hier übersetzt. Und ihnen in der Angelegenheit klare Beweise gegeben. Ihnen wird klare Gag ist eben. Gag heißt das Ausgedachte. 33. Mhm. Ich kann auch Gall lesen. Mhm. Es ist eben, jetzt, expen. Und sie wurden in gegenseitiger Auflegung erst uneins, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen ist. Aber das ist doch nicht dein Wissen. Dein Wissen, dein Schwamminhalt ist nicht dein Wissen. Es ist geistlos nachgeäfftes Wissen. Drum glaubst du auch, dass du ein Affe bist. Du bist ein dummer Affe. Nein, ich sag dir, das bist du nicht. Du bist der Geist, der sich mit einem dummen Affen verwechselt, der jeden Scheißdreck nachäfft und rechthaberig mit anderen streitet. Mhm. Stimmt oder stimmt? Und sie wurden in gegenseitiger Auflehnung erst uneins, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen ist. Dein Herr aber wird am Tag seiner Auferstehung zwischen ihnen entscheiden. Über das, worüber sie in ihrem Erdenleben uneins waren. Ich entscheide jegliche Form von Religion. Ich entscheide jegliche Form von Politik. Entscheiden heißt, wir denken uns eine Scheidung aus, die wir wieder eins machen.
Und zwar in dem Moment, wo wir es nicht mehr denken. Ja. Du lebst in Sodom und Gomorra, die Menschheit, die du dir jetzt denkst, die nur in dem Moment in dir existiert, wenn du an die Menschheit denkst. Das ist genauso ein Gedanke wie ein grünes Wassermännchen oder sonst was. Ja. Du entscheidest dich, die sind es nicht wert, dass sie die Welt bescheißen, die ich erschaffen habe. Ja. Solange sie einseitige Rechthaber sind. Ja. Und wir gaben ihnen deutlich Weisung in der Sache und sie wurden nicht eher uneins. Bla bla bla, du kannst das lesen. Denn zwischen ihnen entstand selbstsüchtiger Neid. Immer wieder, der Herr wird am Tag seiner Auferstehung über das richten, worüber sie uneins waren. Der Herr wird am jüngsten Tag, der jüngste Tag ist heute. Jeden Tag, jeden Morgen, wenn du wach wirst. Und ich behaupte, dass ich du bin, du musst das machen. Ich bin der Leser des Buches, der du zurzeit bist. Ja. Ich bin aber auch du, wenn ich vor dem Bücherregal stehe. Bloß dann habe ich keine Traumwelt. Dann habe ich viele Traumwelten in einem großen Chat. Ja. Merkst du, es ist alles plus minus war dasselbe ausgesagt. Und jetzt springen wir hier in die 18 rein. Dann brachten wir dich auf den klaren Pfad in der Sache des Glaubens. Das mache ich mit Holofeeling. So befolge ihn und folge nicht den Launen derer, die nichts wissen. Folge nun ihm und nicht irgendeinen persönlichen Neigungen, die persönlich, Personas, jetzt bist du schon in der Maske, eine eigene Projektionsmaske mit dafür, eine eigene Welt. Ja. Das ist übrigens interessant, wenn wir das uns mal im Original anschauen. Ich habe das einmal hergesucht. Das kann man nämlich einzeln übersetzen. Wir haben doch, das ist jetzt der Vers 16, den Kindern Israels Schrift und Urteilsfeld gegeben, ihnen gute Dinge beschert. Das ist natürlich jetzt Maschinenübersetzung. Wenn ich mache, wird jetzt einer, der in der arabischen Schrift gelehrt ist. Der wird natürlich sofort sagen, ja, so kann man das schon ungefähr übersetzen. Aber das ist sehr, sehr spaßig, weil du hier... Wir sind zu den Israel-Kindern, das müssten wir uns jetzt einzeln anschauen. Du wirst nämlich merken, das bricht extrem auseinander. Wir haben den Kindern Israels bereits das Buch und das Gericht und die Prophezeiung gegeben und wir haben ihnen ihre Versorgung geschenkt. Vor was lebt eigentlich ein träumender Geist? Genau. Vor was lebst du als Trockennasenaffe? Vom Geld? Das Geld ist eine Sau. Das ist euer Gott. Das ist unheimlich, wenn du Politiker, wenn ich die jetzt als Pixelmännchen in dir auftauchen lasse, immer wieder dasselbe Geschwätz. Und wir müssen den Konsum anfeuern. Vom Konsumieren? Lebst du vom Konsumieren? Dann doch wieder irgendwie. Wenn ich weiß, was Konsum eigentlich bedeutet. Von Luft und Liebe? Du lebst von dem, der dich jeden Morgen wachwandeln lässt. Ja. Als das, was du bist. Ja. Aber dann wirst du merken, da du ich bist, du lebst von dir selbst. Ja. Was jetzt noch interessanter ist, wir schauen uns die nochmal hier an. Hierauf, das heißt nach den Zeitaltern, das ist jetzt ja hier unser Vers 18. Interessant, 45 ist der Amen und 18 ist dein rotes bzw. blaues Ich. Da merkst du schon mit Fragezeichen, haben wir dich in der Angelegenheit auf einen eigenen Ritus, ist dein Ritus, jetzt können wir das Wort Ritus einmal zerlegen, ist dein Ritus, ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt, ist es dein ureigenster? Ich sage dir jetzt jein, in Bezug mit der Geschichte des Schwamminhalts. Nochmal kurz angesprochen, wenn ich dich jetzt als Trockennasenäffchen in irgendeiner Familie auf der von dir ausgedachten Welt, egal in welchem Land, in welcher Region groß werden lässt, dann saugst du dich mit dem Geschwätz deiner Lehrer und deiner Erzieher voll. Und dann sprichst du eine gewisse Sprache, das hast du dir nicht raussuchen können. Jetzt ist es ja noch viel erbärmlicher, selbst innerhalb deines Deutschlands. Es ist ein geistloses Nachgeäffer, entweder von Querdenkerwissen oder von offiziellen Wissen. Wobei ich dir gleich sage, die Frage, was richtig und verkehrt ist, stellt sich nicht. Das ist wieder die Frage, ist er welcher Berg oder ein Tal? Es ist Selbstentheiligung, egal ob du die eine Seite oder die andere Seite anhängst. Und es wird die Welt in deiner Welt, so wie es immer war, Evolution, Revolution, sich in den Grundfesten nicht verändern, indem jetzt irgendeiner dieser zwei Seiten intronisiert wird. Die absolute Freiheit erreichst du in dem Moment, wo du zuerst einmal weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ja. Du selbst bist immer,
ohne Anfang und Ende. Wo kommst du, Geist, her? Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst. Wo kommt das Gespräch her, wenn du jetzt träumst? Das sind die Sätze, die ich immer wieder wiederhole, gebetsmännerhaft. Ja. Weil du hörst, das ist irgendwie logisch, oder willst du mir widersprechen? Nein. Wo kommen deine Gedanken eigentlich her? Wo kommen deine Informationen her, wenn du jetzt in der Zeitung reinschaust oder du schaust Platz auf dem Monitor und schaust Fernsehen oder du schaust die Internetseiten an? Ja. Mhm. Wo kommen die Internetseiten her, wenn du träumst? Ja, alles aus. Aber wo kommen jetzt deine Vorstellungen her, die du aus den Wörtern generierst, wenn du irgendwas liest oder irgendwelche Worte in Form von Geräuschen hörst, die in dir auftauchen? Mhm. Es ist alles vom Tisch, wenn du weißt, du bist ein träumender Geist. Und der Herr der Schöpferkräfte fiel in einen tiefen Schlaf. Mhm. Dann nehme ich Elayom in eine Rippe, eine Seide. Mhm. Und stell die vor ihn hin. Eine Seide stelle ich vor ihn hin. Die nennst du jetzt entweder vor mir, über mir, rechts von mir, links von mir. Die andere Seite fällt dann zwangsläufig. Die ist nämlich dann in dir drin. Vorseite, Unterseite. Mhm. So beschreibe ich das in der Tora. Mhm. Aber jetzt schauen wir mal ganz kurz, pass auf, was hier passiert. Das ist übrigens hier das Wort Gesetz. Mhm. Ich nenne das ja in einem Fliegenstall-Vortrag, das ist wie Geflügelspuren auf dem Schnee. Mhm. Schau mal, wenn wir jetzt hier reinspringen, ganz interessant. Das ist nicht das Gesetz Gottes. Es ist Gesetz von geistlos nachäffenden Affen. Egal in welcher Partei, in welcher Sekte, in welcher Kirche, welchen Glauben du anhängst, welche, ob du ein Schiit bist oder ob du die ganzen arabischen Sekten, die christlichen Sekten, weißt du, was die sind? Die steckt in dem Wort Gesetz drin. Das sind alles Insekten. Schau mal, was da steht. Wir müssen da bloß den mittleren Buchstaben draußen lassen. Das kann doch bloß der wissen, der es erschaffen hat, oder? Ja. Wunder über Wunder. Ja. Dann haben wir JCH und ICH, ich und du, auch ein Gebot auferlegt. Mhm. Interessant. Wir haben in der Computertechnik die Bots. Wir haben den Geist, der ist E-Quadrat. E-Quadrat, die Energie besteht aus JCH und ICH, ich und du. Mhm. Und alles andere sind Bots. Ja. Ja. Geistlose KIs in deinem Traum, die reagieren aufeinander wie in einem Videospiel. Darum gibt es in deinem Traum auch Videospiele. Mhm. Und das auferlegt, also befolge es und befolge nicht zwei von ihnen. Das ist jetzt natürlich die Übersetzungen, diese Übersetzung, da können wir jetzt ein bisschen spielen, weil wenn ich jetzt das nämlich hier in der Automatenübersetzung, dann haben wir dich auf ein Gesetz des Gebots gestellt, also befolge es und du es nicht. Merkst du plus minus, befolge es und du es nicht? Alles wieder. Soll ich jetzt das tun oder das tun? Mhm. Ist auch keins von beiden. Mhm. Das ist das entweder oder. Mhm. Sollst du den Launen derer folgen, die du dir ausdenkst? Mhm. Ich habe das noch, das erste weglassen, und folge nicht den Launen deren, die, was machen dann die? Ups. Die nicht wissen. Sie wissen es nicht. Keiner kann was wissen. Solange du einseitig bist, weißt du nicht, was die Synthese ist. Magst du, wir können jetzt ewig spielen, dass die Komplexität der Auslegung jeder dieser Übersetzungen ist jetzt maschinentechnisch richtig. Auch hier wirst du wieder einen kennen, der dir ganz klar, ja, so darfst du das nicht lesen. So kann man das ja nicht sehen. Sag, wenn du das meinst. Ich sage, der Henkel ist rechts. Du sagst, der Henkel ist links. Ja. Ja, so kann man das nicht sehen, dass du recht hast. Der ist doch eindeutig links. Ist jetzt das ein Kreis oder ein Dreieck? Ich sehe doch, dass er ein Kreis ist. Du behauptest, das ist ein Dreieck. Aristotische Logik, wenn sich was widerspricht in Bezug auf dasselbe, kann bloß eins davon richtig sein. Mhm. Sagst du, wie kleingeistig? Das ist die Grundlage der Naturwissenschaft. Ja. 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 Erbärmlich. Erbärmlich. Mhm. Und da geht es nicht um Wissen. Das, was ich dir jetzt erklärt habe, dir geht es nicht, dass du das Arabische kennst, sondern die einfachen Sätze, ich sage, die elementaren Sätze, die ich erkläre, ist er welcher Berg oder Tal?
Es ist eine geistlos dumme Frage. Immer wenn sich was widerspricht, lehrst du bei Aristoteles, das immer auch, schau die Offenbarungen an, die Gesetze, wo die Fehler drin liegen, die stimmen und stimmen nicht. Ja. Es ist diese Einseitigkeit, die Geistlosigkeit der Politiker in deiner Welt. Ja, ja. Die sich auf Schriften aufbauen. Ich habe jetzt gerade, ich würde es fast gern einspielen, wenn ich es auf die Schnelle finde. Das ist jetzt nur so eine von der Welt ein Bericht über Söder, der äußert sich jetzt hier, ist jetzt der Coronavirus bei den Chinesen hier in Wuhan entstanden, erzeugt worden, gebaut worden oder nicht? Und dann taucht jetzt ein amerikanisches Bericht auf. Es sind doch nur Zettel. Jeder Nachrichtensprecher, jeder Mensch, hast du jemals überprüft, was du nachäffst? Hast du selber überprüft? Du glaubst, du vertraust einem Experten. Mhm. Ein Nachrichtensprecher kriegt einen Zettel rein, meinst der Nachrichtensprecher überprüft das, was er dir erklärt? Ich garantiere dir als Brüssel OB, was ich dir erkläre, habe ich bis ins Detail von tausenden verschiedenen Facetten überprüft. Du kannst alles, was ich als Udo jetzt, als Pixelmännchen Udo oder als Trockennasenaffe, wenn ich als sinnlich wahrgenommene Information in dir auftauche, du kannst alles, was ich dir behaupte, wenn du das nachforschst, überprüfen. Ich sage, wenn ich behaupte, was ein Wort bedeutet, geh einfach in dein Internet auf ein Wörterbuch und dann wirst du feststellen, da steht genau das drin, was ich vorher behauptet habe. Das wird dann in dir auftauchen. Es geht nicht um einen blinden Glauben. Ja. Wenn du behauptest, du wurdest von deiner Mutter geboren, ist schon die Grundvoraussetzung, dass du dich jetzt mit einem Gedanken von dir verwechselst. Wobei das Ding, an das du denkst, wenn du an dich denkst, mit Sicherheit nicht in einer jetzt gedachten Vergangenheit aus einer Vagina herausgepresst wurde, die du dir jetzt ausdenkst. Das, was da rauskommt, jetzt in deinem Denken war ein Säugling. Ja. Dann kannst du wieder sagen, das war ich ja. Ja. Kannst dich daran erinnern? Kannst du das beschwören? Das ist unheimlich logisch, aber du wirst feststellen, da ist ein schwarzes Loch. Es sind logische Konstrukte. Die ganze Religion, die ganze Naturwissenschaften deiner Welt bauen auf solchen schwarzen Löchern auf, in denen sich alles befindet, wo ich immer nur eine Facette wieder rausziehe. Das Krishna. Das sind viele, viele Kleinigkeiten, wo du plötzlich erkennen wirst, ich muss da, mir fällt, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde, dann Selbstgespräch, ich fahre mal in unseren Ordner wieder rein, der war heute Morgen. Das sind zum Beispiel extrem inspirierende Sachen, da wird alles erklärt, natürlich immer wieder nur sehr oberflächlich. Aber ich glaube, mein Wort ist in dem. Da war die. Kleinen Moment. Das verspringt immer. Das ist eine schöne Sache von unserem Huber, den ich mir jetzt ausdenke. Peters, Askepott. Schau mal, er hat jetzt doch sich so einen Spaß gemacht. Die Weisen wurden von den Indianern oft als Menschen mit gespaltener Zunge redeten, Lügner bezeichnet. Ja. Jetzt hat er hier schon das Weib, scharfes S, ein R drin gesetzt, siehst du das? Die Weiber wurden von den Indianern. Wieso ich jetzt das extra herholt? Wir wissen ja, Adam, das Wort ATM, heißt ja auch rot. Ja. Wir haben also die Rothaut und Haut ist das, was dich einhüllt. Das sind die wahrgenommenen Zeichen. Haut. Ja. Rot ist zum Beispiel Blut. Wenn ich wieder Blut hinschreibe, das Wort Blut haben wir zwei verschiedene Ds, ist die eine Möglichkeit. Das ist Blut, wird es dann ein Jude aussprechen, das heißt in einer Hülle stecken. Aber schau mal her, dann bist du in dir. Unser Dia ist das auseinandergeschmissen. Steht immer wieder diese Diagonale, die auseinandergeschmissene Gone, die auseinandergeschmissene Ecke. 3 Quadrat, 4 Quadrat, 5 Quadrat, 25. Das Dia ist die Existenz einer erweckten Erscheinung. Ja. Ja. Also eine erweckte Existenz. Mehr wiederum, aber das wird jetzt, das, wenn ich hebraisiere, ist die komplette Geschichte drin. Ja. Ja. Und die reden mit gespaltener Zunge. Diese gespaltene Zunge, wenn wir jetzt hier schauen, müssen wir einen kleinen Moment. Doppelspalt. 500 mg, 50 mg. Dab-Blätten. Gag N. Ja. Das ausgedachte Existenz ist Scham Eretz. Eine logisch gestaltete Scham, dort ist Eretz die Erde. Ja.
Mhm. Erde wieder heißt erwecktes Wissen. Ich könnte jetzt jedes Wort, das ist eine komplette Geschichte, wieder 400 Seiten Buch draus machen. Mhm. Jetzt schiebe mal die zwei übereinander, was du dann kriegst. Die Welt spricht zu dir. Ja, absolut. SB ist das erste Mal, das raumzeitliche Wissen ist eine Welle. Mhm. Gottes. Mhm. Das ist das Spiel. Ja. Dass jede Kleinigkeit hier zum Beispiel, wenn wir das anschauen, das wird jetzt natürlich Chemie, was hier ein großes Problem ist. Das ist so schön, wenn ich jetzt sage, gut, die Oberfläche einer Kugel entspricht praktisch viermal den Kreis, also den Schatten werfen. Mhm. Schau, wenn du hier genau hinschaust, das ist die das Fraktale. Mhm. Denk an dem, was ich sage mit der Fraktale. Wenn ich sage, ein DIN A4, ein Blatt DIN A4, das du dir jetzt ausdenkst. Egal, ob du das nur denkst oder das auf deine VR-Brille holst. Hat denselben Umfang wie zum Beispiel die Küstenlinie von Großbritannien. Mhm. Das ist eben das Gesetz des Fraktalen. Wie genau messe ich? Das ist das Problem der Infinitesimalrechnung. Du siehst nämlich auch hier, wenn du ins Detail gehst, dass das Sache irgendwann einmal hier diese Quadrate immer mehr ins unendlich Kleine reinfallen. Mhm. Mhm. Und dann kriegst du die Quaternionen. Das Beispiel mit den Quaternionen, das physikalisch alles bekannt. Dieses extrem komplexe Prinzip, wenn du dir diese Videos anschaust, die habe ich so extrem vereinfacht. Das ist zum Beispiel mein Sternfarber oder jetzt speziell in dem Fall ist es mein Beispiel mit dem Luftballon, wo Punkte drauf sind, wo ich dir erkläre, dass jeder Punkt auf dem Luftballon, auf der Sphäre dieser Kugel, die wir uns ausdenken, der Mittelpunkt der Kugel ist. Mhm. Absolut gesehen. Mhm. Ja. Ich mache eine Blasen den Luftballon auf. Mhm. Und du denkst dir irgendwann, wenn du drauf schaust, einen Punkt auf diesen Luftballon, den du jetzt vor dich hinstellst auf der VR-Brille, da sind lauter Punkte drauf. Schau bitte kurz, ich mach das einmal weg. Ich habe das so oft erklärt, ihr nickt und meint, ihr habt es begriffen. Ihr habt diese Metapher nicht verstanden, die ich dir mitteile. Es beweist sogar arithmetisch dieses Zeug, dass alles sich in einem allereinzigen Punkt abspielt. Und sich immer, immer nur in diesem Punkt befindet und alles, was du aus dem Punkt herausdenkst und um dich herum denkst, ist in dir drin.